Hallo und herzlich willkommen zurück zu New World. Ja, ich bin jetzt gerade hier im Inventar. Und zwar hat das den folgenden Grund, dass mir einfach viel zu viele Leute um mich herum gerade rumlaufen und das ein bisschen Kuddelmuddel ist hier. Wie ihr sehen könnt, wenn ihr das Ganze schon etwas länger verfolgt habt, ich sehe komplett anders aus und ich habe auch komplett andere Gegenstände im Inventar. Das liegt daran, dass ich das gemacht habe, was ich bereits über meinen Channel, meinen YouTube-Channel, ja, preisgegeben habe. Ich habe nochmal komplett meinen Charakter gelöscht. Der war jetzt mittlerweile ja auf Level 9 oder 10, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und habe das dann mal ausprobiert, hatte mir einen neuen Char angelegt, das nur kurz zur Erklärung, auf einen ganz anderen Server und mit dem kam ich dann zweimal auch wunderbar rein. Ich hatte zwar 5 Minuten oder so Warteschlange, aber ansonsten ging das. Und dann habe ich mir gesagt, es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich gerade mit meinem Let's Play Char überhaupt nicht mehr reinkomme, weil ich mir den Montag erstellt habe, Montagmorgen gegen 8 Uhr rum. 9,5 Stunden später kam ich erst rein, konnte ja so circa 2 Stunden ungefähr aufnehmen. Und danach kam ich dann nicht ein einziges Mal mehr rein. Also heute, nee, gestern habe ich das letzte Mal probiert. Heute haben wir Sonntag, also am Samstag habe ich das letzte Mal probiert und dann habe ich so die Schnauze voll gehabt und habe mir gesagt, okay, ich mache mir jetzt nochmal einen komplett neuen Char auf einen komplett neuen Server und hoffe, dass es dann da besser geht. Ich habe einiges weniger an Gold, wie ihr sehen könnt. Also ich hatte, glaube ich, irgendwas um die 800.000. 800.000, ja, das wäre schön. 800, noch was hatte ich ja eigentlich. Die habe ich jetzt leider nicht. Ich sehe übrigens gerade, was ist das hier eigentlich für ein Symbol? Hat wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwas mit der. Ah, jetzt. Ach, Reparaturteile, okay. Reparaturteile sind ein besonderer Rohstoff zum Reparieren von Gegenständen. Können nicht gehandelt, verkauft oder gekauft werden. Um mehr zu erhalten, kannst du Waffen und Rüstungsgegenstände zerlegen, die du nicht mehr brauchst. Ja, dann vermutlich auch die, die ich selber gecraftet habe, oder? Ist jetzt nur mal so ein Andenken. Ein Andenken, genau. Ein Anstoß, meinte ich eigentlich. So ein Anreiz. Na, hier steht jetzt. Nee, Azot. Kann für die Schnellreise zwischen Schreinen und Siedlungen. Ach, deswegen klappte das beim letzten Mal nicht. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen zu lange her. Aber wir müssen anscheinend dafür bezahlen, wenn wir die Schnellreise benutzen. Das ist ja total beschissen. Also, das kenne ich jetzt aus keinem MMO. Ich kürze das Ganze mal ab. Also, egal wann ich das erwähne, ich meine damit natürlich auch die großen MMORPGs. Aber MMO ist einfach schneller auszusprechen. Das nochmal am Rande. Ja, das, was etwas seltsam war, hier sieht alles irgendwie komplett anders aus, weil wir haben ja eigentlich in Königsfels angefangen. Wie man hier aber anhand der Stufe auch schon sieht, da ist zum Beispiel jetzt was mit Stufe 25 und so weiter. Wobei, das könnte sich jetzt auf den Monolithen da beschränken, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber hier, das ist normalerweise ja unser Startgebiet gewesen. Aber da sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt hier oben in diesem komischen lila Teil, was zwar ja irgendwie ganz schön ist. Beziehungsweise das sind wohl beide von irgendwelchen lila Allianzen hier beansprucht. Keine Ahnung. Das hat irgendwas mit PvP zu tun. Aber wie ihr alle wisst, hasse ich PvP. Also abgesehen mal von DBD oder solchen Sachen, die halt darauf ausgelegt sind, in Anführungszeichen PvP zu machen. Also jetzt nicht irgendwie so Mega-Gruppen oder sowas. Ja, und wir sind jetzt in diesen mehr oder weniger schönen Dörfchen. Also es ist schon ein schönes Dörfchen, aber ich komme noch nicht so ganz zurecht, weil irgendwie alles komplett nicht da ist, wo es vorher gewesen ist. Deswegen, ja, könnte das noch ein bisschen problematisch werden. Ich habe mir noch nicht alles so gemerkt. Ich habe erstmal jetzt alles so weit gemacht bis zu der Stelle, wo wir meines Erachtens gewesen sein mussten, als ich das Let's Play erstmal unterbrechen musste, weil ich ja nicht mehr reinkam. Und ich möchte jetzt, also es sind andere Leute, muss ich dazu sagen. Eigentlich saß ja hier eine Frau, mit der wir jetzt weiterreden müssen. Das ist jetzt diesmal ein Mann. Die haben auch andere Namen und so, logischerweise. Aber ja, es sind halt die gleichen Quests letztendlich, die wir hier machen müssen. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal
Zwar im neuen Dörfchen, aber wir werden das einfach mal weitermachen. Oh, Ordnell hat dich also aufgespürt? Exzellent. Es gibt noch viel zu tun, um die Siedlung zu befestigen. Hast du schon die Fraktionen der Stadt gesehen? Die Marodeure, das Syndikat und das Bündnis? Sie sind am ehesten für die Verteidigung immerfalls gerüstet. Das ergibt Sinn. Ich weiß, dass es in allen drei Fraktionen viele fähige, tapfere Krieger gibt. Und diese Bündnisse gewinnen schon seit einiger Zeit immer mehr an Einfluss in der Gegend. Wir sollten mit ihnen reden. Das sollten wir. Wenn wir uns gegen die Verderbnis verteidigen wollen, können wir nicht auf sie verzichten. Ich schlage vor, dass du mit den Vertretern der Fraktionen sprichst und dann entscheidest, welche du anheuern möchtest. So, jetzt muss ich mal schauen, wo das jetzt genau in diesem Ort ist, in dieser Siedlung. Ich muss auch mal ein bisschen näher ranzoomen. Einer ist hinter mir, einer da oben. Ja gut, ich würde sagen, da gehen wir erstmal dahin. Da können wir sowieso nicht zurückgehen. Ach so, was auch noch wichtig ist, ich habe mich letztendlich für den Speer als Hauptwaffe entschieden und für Schild und Schwert als Nebenwaffe. Einfach deswegen, weil ich mit dem Speer sehr viel besser zurechtkomme. Ich bin jetzt hier irgendwie gerade gar nicht da, wo ich hin sollte, oder? Hört mal gerade auf. Ich sollte weniger reden und gleichzeitig laufen. Ja, weil ich mit dem Speer super zurechtkomme, irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich damit stärker bin, beziehungsweise ich habe das mal verglichen. Also der hatte auch eigentlich die stärkeren Angriffe. Und jetzt finde ich schon wieder nicht das, was ich eigentlich suche. Sind die hier drin oder was? In der Kirche? Ah, hier ist noch was zu lesen. Oder ist das jetzt hier der Typ oder die Tuse hier gewesen? Der Typ hier? Ich bin für das Bündnis hier, um Genossen im Geiste zu finden. Okay. Erzählt mir vom Bündnis. Was ist das Leben denn wert ohne Verstand, Harmonie und Bruderliebe? Ob nun in der alten Welt oder auf Eternum, wir kämpfen für den Funken, der uns alle ewig vereint. Ja, also grundsätzlich hört sich das gut an, aber ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem anderen Account, also mit dem zweiten Char, ein bisschen gespielt habe, habe ich mir das Ganze mal angeguckt mit den Bündnissen und habe auch ein bisschen gegoogelt und habe dann festgestellt, dass dieses Bündnis ja einer Sekte gleicht, was sich schöner anhört, als es denn eigentlich letztendlich ist. Also die wollen quasi alle Ketzer in Anführungszeichen ausmerzen, also sprich alle Andersdenkende, wenn man so möchte. Und ja, ich weiß nicht, ob ich solchen Leuten... Kann ich hier was machen? Kann ich das von der Seite machen? Ah, das konnte ich auch schon lange nicht mehr. Vielleicht kann man das auch nur einmal, wenn man einloggt oder so. Das weiß ich jetzt nicht. 67, 41. Irgendwo hier müsste das sein. Zu erkennen an diesen komischen Fähnchen. Ah, da ist es. Denke ich, ja. Suchst du hier Wissen? Dann beweist das deine Weisheit. Erzählt mir vom Syndikat. Ich will es so ausdrücken. In der Welt gibt es die, die denken und die, die das nicht tun. Wir sind die erste Gruppe und schätzen die anderen gering. Wir glauben an Fakten und die Wissenschaft. Ja, und da kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Habe ich das schon gelesen? Es leuchtete nämlich jetzt gerade nicht, aber ich konnte mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich denke mal, da komme ich da hin. Das müsste irgendwo hier sein. Da, ich glaube, das Grüne ist es. Wer traut sich, zum Marodeurskommandanten zu gehen? Erzählt mir von den Marodeuren. Die Marodeure bilden eine Gemeinschaft, die stetig an sich arbeitet. Uns wurde die Unsterblichkeit geschenkt. Wir sollten sie nutzen und unsere Fähigkeiten perfektionieren. Ja, und dann haben wir mit allen gesprochen und müssen wieder zurück. Was sind sie denn hier schon wieder am Schießen? Wenn ich jetzt auch wüsste, wo ich jetzt hin muss. Irgendwo.
Statte allen drei Fraktionsvertretern einen Besuch ab und entscheide dich für die beste Fraktion. Ich habe mit ihnen gesprochen. Ich bin jetzt bereit zu wählen. Wenn du zum Militär einberufen wirst, musst du die Sachen wohl anziehen. Früher gab es noch andere Militärorden und vielleicht wird es in Zukunft auch wieder andere geben. Momentan haben wir aber nur diese drei. Ja, das bringt mich jetzt nicht besonders weiter. Aber da steht, dass man jetzt einem der drei beitreten kann. Und ich laufe jetzt garantiert in die falsche Richtung, oder? Moment. Links von mir soll eins sein. Ich sage irgendwie, auch wenn ich hier gerade erst rumgelaufen bin, irgendwie kriege ich das nicht mehr auf die Reihe, mich hier zurechtzufinden. Ach doch, Moment, hier sind die, genau. Hier ist das Syndikat und ja, ich möchte mich für das Syndikat entscheiden, weil die zwei anderen Truppen sich einfach nur billig angehört haben, laut dem, was ich so über die Lore und weiß ich nicht, was alles rausgefunden habe. Und das Syndikat ist nun mal das Einzige, wo es darum geht, nach Wissen und Wissenschaft zu trachten. Und ja, das ist ein sehr großer Bestandteil meines Lebens, kann ich so sagen. Ich sehe dieses neugierige Funkeln in deinen Augen. So sind wir alle. Das Wissen steht für uns über allem. Das ist unser Kodex. Die Würfel sind gefallen. Ich habe mich für das Syndikat entschieden. So, und dann ist jetzt hier ganz viel Text. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? Schließe Missionen für EP-Taler, Fraktionsmarken ab und so weiter. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Mich interessiert es absolut gar nicht, weil ich kein PvPler bin und aufgrund dessen nur dieses Spiel gekauft habe, weil sie halt diesen ganzen PvP-Kram da rausgemacht haben und dann gesagt haben, sie wollen halt eben mehr Spieler anloggen und machen eigentlich aus dem Ganzen eine PvE-Sache, ein PvE-Spiel mit zusätzlichem PvP-Inhalt. Das war halt eben auch der Grund, weshalb sehr, sehr viele Leute sich dann doch letzten Endes noch entschieden haben, das Spiel zu kaufen, weil wir alle PvE spielen können. Das könnt ihr euch gerne auch durchlesen. 50 gegen 50 Belagerungskampf gibt es wohl und wenn ich es richtig verstanden habe, noch verschiedene andere Modis. Hier ist auch nochmal was dazu erzählt. Werde ich jetzt, wie gesagt, nicht so drauf eingehen. Das ist wichtig für alle, auch für die Nicht-PvPler, für PvP markieren. Von jeder Siedlung und jeden Außenposten aus für PvP markieren. Standardtaste U. Aktivieren deiner PvP-Markierung bringt zusätzliche EP ein. Gut, das ist dann in dem Fall, ist es zwar, ja, scheiße, es ist kein Pay-to-Win, aber es ist halt Betrug den PvE-Lern gegenüber, dass man zusätzliche EPs bekommt, wenn man eben PvP spielt, beziehungsweise eingestellt ist. Aber gut, das hake ich jetzt mal gedanklich so ab. Wenn du eine Siedlung verlässt, erhältst du einen 30-Sekunden-Timer, bevor du markiert wirst. Also anscheinend bekommt man irgendeine Markierung, dass andere einen dann direkt überfallen können oder wie auch immer. Sobald der Timer abgelaufen ist, kannst du markierte Mitglieder der gegnerischen Fraktion angreifen. Wenn ich das richtig verstehe, hat das nichts mit diesen Duellen zu tun, die schon mal erwähnt worden sind, sondern die Duelle kann man anscheinend machen, wenn man drauf Lust hat. Also ich habe es ja extra so eingestellt, dass bei mir stand, dass das automatisch abgelehnt werden soll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit reingeschnitten hatte oder ob ich das jetzt in den Einstellungen einfach eingestellt hatte, aber ich habe das so eingestellt. Das geht tatsächlich, dass man es so einstellen kann. Nimm am Krieg teil, um Einfluss zu erhalten, Kontrolle über das Gebiet zu erlangen, bla bla bla. Das ist auch für mich jetzt alles unwichtig. So, wähle deine Fraktion, obwohl wir uns ja gerade schon entschieden haben. Die Marodeure, es waren halt eben keine besonders stolzen Krieger, sondern eher sehr unehrenhafte Krieger, laut dem, was ich mit der Lore gelesen habe. Deswegen möchte ich die nicht haben. Das Bündnis kann man tatsächlich vergleichen mit einer Sekte, wie es damals auch gewesen ist, dass ja, bestimmte Bereiche verfolgt wurden, heidnischer Glauben wurde verfolgt, es wurden ja viele Leute als Hexen gehängt, die nicht mal im Entferntesten damit irgendwas zu tun hatten beispielsweise. Also alles, was so in die Richtung von einer Sekte geht, da steht das Bündnis für, laut der Lore, was ich gelesen habe.
Und das Einzige, wo ich nichts Negatives gefunden habe, tatsächlich, das ist das Syndikat. Wobei ich persönlich jetzt gedacht hätte, das wären eher so die Assassinen, die aus dem Verborgenen heraus arbeiten. Aber auch wenn es den Anschein hat, ist das hier wohl nicht so gemeint. Schlaue Jünger, die gerissen für Wahrheit und Fortschritt kämpfen. Die bedingungslose Suche nach Wissen und Erkenntnis. Ja, die wählen wir jetzt. So, ich kann nur einer Fraktion beitreten. Ach so, genau. Und ihr könnt alle 120 Tage theoretisch die Fraktion wechseln, was ich natürlich nicht möchte. Du gehörst nun zu uns und erhältst Zugang zu einem großen Wissensschatz zu gegebener Zeit. Aber zuerst habe ich eine Herausforderung für dich. Was ist die Herausforderung? Mittlerweile hast du sicher die purpurroten Verderbten gesehen, die diese Insel der arkanen Rätsel terrorisieren. Der Krieg der Lebenden gegen die Verderbten ist wichtiger als der alberne Streit der Fraktionen. Was brauchst du? Die Verderbten haben eine Farm namens Bradbury-Felder eingenommen. Geh dorthin und besorge Proben von den verderbten Körnern für die Forschung des Syndikats. Okay, das werden wir machen. Das Einzige, was ich jetzt gucken muss, weil hier weiß ich jetzt natürlich nicht... Ach, hier oben ist es. Oh, das ist dann doch wesentlich einfacher zu erreichen als in dem Teil unten links. Wenn ihr übrigens hier unten im Königsfelsen gestartet seid, da kann ich euch ja sagen, da waren wir ja hier oben, Königsfelsdörfchen. Ich war so schlau und habe gesehen, oh, hier unten geht's rum. Weil da musste man, ich glaube, ungefähr hier den Bereich, da war nämlich dann unser Ziel. Und ich dachte, okay, hier geht's rum, weil hier im Wasser versinkt man, wenn man dann keine Luft mehr bekommt. Wollte ich hier rum. Hier ist aber alles ab Stufe 25 oder so erst. Da für euch den Tipp, geht hier oben rum aus dem Dörfchen und haltet euch immer hier so ein bisschen an der Küste entlang. Dann kommt ihr auf jeden Fall... Ja, dann würdet ihr auf jeden Fall überleben, wenn ihr euch einigermaßen gut anstellt und könnt dann hier unten kämpfen. Das aber nur als kleiner Tipp am Rande. Wir sind ja jetzt hier oben, das heißt, wir müssen in die Richtung, wo ich gucke, gehen, dann nach links abbiegen und dann irgendwo hier aus der Stadt raus. Okay. So, jetzt sehe ich nur gerade nicht, wie viel Gepäck ich eigentlich habe. Na gut. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade nicht sehe. Normalerweise wird der Beutel immer angezeigt. Wahrscheinlich jetzt wegen dem Zeichen vom Kampf oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir nichts zu tun. Dann bleiben wir nämlich im PvE-Modus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht umgestellt wird. Ja, sonst müsste hier vermutlich schon irgendwas gekommen sein. Hier ist was mit Verderben. Okay. Oh, ich laufe auch falsch, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Aber auch die Umgebung ist irgendwie nicht gut. Die sieht überhaupt nicht einladend aus. Naja, okay, die ganze Insel sieht halt nicht besonders einladend aus. Okay, da ist aber schon mal richtig. Dann sollten wir... Ach so, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt habe. Ich habe nur 3 Stück. Oh je, ja, dann sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Frischholz holen. Und eigentlich auch ein paar Steine, sofern das geht. Wobei, Steine sehe ich jetzt hier gerade nicht. So, aber 8-mal Holz ist auf jeden Fall schon mal gut. Wäre noch gut, wenn ich tatsächlich auch ein paar Steine hätte, um mir dann ein Lagerfeuer zu machen. Sind das die Kleinen hier? Ja, das sind die Kleinen. Das ist... Nein, ich will nicht den... Hallo! Ich will den Feuerstein haben, wo ich draufgeklickt habe. Nicht den Felsbrocken. Wobei wir den natürlich auch eben machen könnten. Das übrigens noch als kleiner Tipp von mir. Also zum einen, wenn ihr das machen könnt, sammelt immer zwischendurch, wenn ihr genug Platz habt noch in eurem Inventar, die Steinbrocken, beziehungsweise baut die ab, sammeln natürlich nicht. Oh, das ist schön, hier ist schon eins. Das können wir dann nämlich direkt benutzen. Wobei ich eigentlich schon gerne noch eins hätte, was ein bisschen näher dran ist. Übrigens, wenn ihr euch ausloggt, dann... Na, ich nehme das jetzt einfach nochmal. So, wenn ihr euch ausloggt, dann wird euer...
Was ist das hier? Erfordert die Fähigkeit Ernte irgendwas? Okay, das Ding sieht aber nicht sehr einladend aus. Wenn ihr euch ausloggt, wird euer Feuer zerstört. Das wollte ich eigentlich sagen, euer Lagerfeuer. Sucht in Truhen nach verderbte Samen und zerstöre Wachmann Karl. Wo ist der denn? Oh je. Jetzt muss ich mich hier durchkämpfen, um den überhaupt zu finden, oder was? So. Mal gucken. Das Problem ist, es wird natürlich nirgendwo angezeigt, wo der ist. Hier ist was zu lesen. Immerhin. Verderbter Koch. Okay. Ja, viel Schaden hält das mit dem Blocken nicht aus. Na gut, ich habe ja auch einen Speer, der blockt ja jetzt auch nicht so besonders toll. So. Sind hier irgendwelche Truhen eventuell drin? Sieht nicht danach aus. Was ist das? Vorratskiste? Ah, okay. Vorratskiste zählt auch als Truhe. Sehr schön. Okay. Frage ist jetzt nur, wenn jetzt natürlich noch andere Leute hier rumlaufen, ob wir dann irgendetwas finden. Oh, ich kann... Ach, jetzt kann ich endlich. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt hier nichts drücken. Das ist natürlich nicht gut. Ah, du bist der Wachmann. Okay. Okay, sehr schön. Der kann aber offensichtlich auch nochmal in den Truhen suchen. Also die kann man sich anscheinend nicht wegnehmen. Das ist zumindest schon mal etwas Gutes. Weil die anderen Sachen nimmt man sich ja alle weg und das ist doch sehr nervig. Okay, zerstöre Verderbte. Ja, dann machen wir mal weiter hier. Brauchen wir jetzt noch 3 Stück. So. Okay, einen brauche ich noch. Wo ist der? Da ist noch einer. Mann, geh rüber. Immer wenn man sie nicht braucht, dann sind sie nicht da. Dann sind sie da und nerven einen. Okay. Sehr schön. Dann kann ich jetzt auch... Bleib stehen. Ich würde dich gerne jagen. Bleib doch einfach stehen. So schnell kann ich auch nicht werfen. Ja, egal, komm. Kann hier hochklettern? So. So, was ich euch eigentlich eben noch sagen wollte. Ach so, muss ich jetzt überhaupt wieder zurück ins Dorf? Doch, ist richtig. So als kleiner Tipp von mir, auch wenn ich mir damit vielleicht gerade ein Bein stelle, weil je weniger Leute darüber Bescheid wissen, umso besser eigentlich. Ihr könnt recht schnell im Level hochkommen. Das nehmen wir natürlich mit, wenn uns das direkt über die Füße läuft. Ihr könnt recht schnell im Level hochkommen, indem ihr diese kleineren Bäume hackt. Also nicht diese ganz schmalen wie hier rechts oder hier links, sondern ich glaube hier, das ist einer. Genau, junger Baum ist das. Achtet mal unten auf die Leiste, während ich das Ganze mache. Zumindest bis Level 10 ist das ziemlich gut von den XP, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Und schwupp ist direkt wieder so ein größeres Stück dazugekommen. Also ich habe das eine ganze Weile lang gemacht, weil es ja auch hieß, ich glaube irgendwo im Spiel hatte ich das gelesen, ab Level 10 bekommt man ein eigenes Haus. Oder kann man theoretisch ein Haus kaufen. Ich denke mal, dass man das jetzt nicht geschenkt bekommt, wie in vielen anderen Spielen. Ich
wollte gerade sagen, da hinten leuchtet einer, aber das ist... Achso, das ist wieder was anderes hier. Da ist ein Wolf. Also Kaninchen würde ich gerne mitnehmen, aber den Wolf brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nein, nicht den Busch, das Kaninchen. Hat den Vorteil, wir sehen nicht, wie es gerade ausgenommen wird. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Wenn ich jetzt da hochlaufe und dann links rum ist richtig. Ja, da hinten sehe ich auch schon, okay. Wenn man sich zu viel in der Wildnis herumtreibt, dann sieht man vor lauter Bäumen das Dörfchen nicht mehr irgendwann. Ja, also, grundsätzlich wollte ich auch noch sagen, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Also ich habe jetzt auf diesen Server, ich hoffe, dass das jetzt nicht ins Gegenteil umschlägt, weil ich das sage. Ich habe auf diesen Server bisher jetzt noch kein Problem gehabt mit dem Anmelden. Hallo, warum hakt das jetzt hier gerade so? Was geht ab, Leute? Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich meine, wenn es mal eine kleine Weile ist, die man warten muss, von mir aus 5 Minuten oder ich sag mal, das Allerhöchste, was man einem Spieler zumuten kann, wären 15 Minuten. Alles andere ist ja, ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, geht gar nicht. Was ist denn das mit dem O jetzt da oben? Ich habe ein bisschen Angst, dass das online... Kompanieeinladungen. Okay. Nein, danke. Ich spiele alleine. Hallo? Ich möchte mit dir reden. Du bist zurück. Die Verderbten sind eine böse Macht, die gesamte Insel erobern will, wenn man sie lässt. Mit den Körnern können wir landwirtschaftliche Zwecke des Azot erforschen, ähnlich den Verderbten, die das rote Miasma nutzen. War das hilfreich? Mit diesen Körnern bringst du unsere Forschung sehr weit voran. Unseren Feind besser kennenzulernen, hilft uns im Kampf gegen ihn. Zur rechten Zeit wird das Syndikat weiteres Wissen zu den Geheimnissen offenbaren. Ja, ein Satz für die... Wir sind beide auf der Suche nach Wissen. Offene Fraktionstafel weiß ich jetzt nicht... Ach so, dann kann man hier irgendetwas annehmen, was man dann machen soll. Unaussprechliche Schrecken, die das Syndikat gefährden könnten. Ach so, vernichte alle Verlorene ohne Ausnahme. Ah, okay. Gegnerstufenbereich 12, 13, 12. Gar keine. Erbeute oder vernichte Rohstoffe, bevor sie gegen uns verwendet werden können. Okay. Dieser Ort ist von strategischer Bedeutung. Lass ihn nicht. Achso, das sind vermutlich dann diese Einsätze im PvP, nehme ich mal an. Da steht auch nichts. Beschaffe wichtige Experimentdaten und warte dann auf weitere Anweisungen. Da ich keine Ahnung habe, was das jetzt hier genau ist, bin ich ganz ehrlich, will ich nichts davon annehmen. Also das obere, das hört sich ja zumindest an, als ob man da im PvP-Bereich was machen kann. Das könnte man mal ausprobieren. Aber da steht alle Verlorene ohne Ausnahme. Die kommen ja so schnell wieder, also die spawnen ja dann wieder. Das weiß ich nicht, ob man das so hinkriegt. Jage in Salzschlucht heimische Grauwolf und bring deine Beute her. Das könnten wir mal... Kann man auch beides nehmen? Einfach mal so nebenbei. Reise schnell dorthin und bringe alle alchemistische... Ja gut, das ist 13. Die können wir schon mal annehmen, auch wenn wir sie halt noch nicht machen sollten vom Stufenbereich her. Alle Missionen aktualisiert mit 3 Minuten oder was? Okay. Da ist noch was zu lesen, sehe ich gerade. Wenn ich es denn lesen kann. So. Okay. Ja, die Frage ist jetzt, ich habe jetzt Haupthandlung. Schließe eine Fraktionsmission von der Fraktionstafel ab. Das wird vermutlich dann das sein, was ich jetzt gerade angenommen habe. Hoffe ich zumindest, dass man da jetzt nicht zwangsläufig im PvP-Bereich rein muss. Nebengeschichten...
Erfülle Missionen am Fraktionsbrett und melde dich dann. Da steht aber was von Stufe 20. Also das können wir sowieso noch nicht machen, selbst wenn wir es wollten. Ich hatte hier auch mal verschiedene Sachen angenommen von diesem einen Brett. Bei dem, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt hier. Ach nee, Moment, das sind die Fraktions... Das sind gar nicht die, die ich jetzt meine. Stadtprojekt, genau. Von dem Stadtprojekt, da habe ich mal verschiedene Sachen angenommen. Da habe ich auch teilweise schon was machen können. Also Reiseproviant beispielsweise soll ich herstellen und 15 davon dann abliefern. Dann bekomme ich, ja, lausige 6 Taler. Aber wohl recht gut EP, so wie es aussieht. Und der Ruf steigt auch recht gut dadurch. Also das möchte ich alles so nebenbei machen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, während ich dann am Aufnehmen bin. Vielleicht denke ich auch nicht dran. Man weiß es nicht. Erhalte und liefere 140 mal gereiftes Holz. Da habe ich noch nicht herausgefunden, was das jetzt genau ist. Weil ich kenne das normale Holz. Ich kenne diese Holzbretter oder was das waren, die man selber herstellen kann. Aber gereiftes Holz, ob das spezielle Bäume sind. Ich vermute, das sind diese Bäume, wo man... die ich noch nicht machen kann, die ich erst ab Stufe 50 machen kann. Für euch zur Info, was diese Stufe 50 betrifft. Ich muss mal eben hier noch 2 Punkte reinmachen. Da müsst ihr hier auf Fähigkeiten gehen. Da könnt, also auf Charakter und dann auf Fähigkeiten. Da könnt ihr das danach sehen. Holzfällerei habe ich jetzt gerade auf 22. Das heißt, ich muss weiter Holz hacken, Holz hacken, Holz hacken, bis das dann irgendwann mal auf Stufe 50 ist. Und dann, ich weiß nicht, ob es dann mit dem gleichen Werkzeug geht, dann kann ich diese etwas dickeren Bäume nämlich auch hacken. Und das ist für mich persönlich eigentlich recht wichtig aktuell, weil man dadurch natürlich auch wieder mehr von diesem Holz bekommt, was man verarbeiten kann. Und ja, wie gesagt, Bergbau, das ist diese Sache unter anderem... Nee, Moment, Bergbau? Doch, Bergbau, das ist diese Sache unter anderem mit diesen großen Steinen, wo man dann draufhaut. Also nicht diese kleinen, die man mit der Hand aufnimmt, sondern die großen, größeren, die man abbaut. Da bin ich zwischendurch immer wieder dran gewesen. Da werde ich auf jeden Fall nebenbei, wenn ich das mal nicht aufnehme, auch einfach mal ein bisschen farmen. In der Zeit, wo da nicht so viele Leute online sind. Weil ich habe jetzt schon festgestellt, es gibt Gebiete, wo einfach alles kahl ist. Und quasi auch fast nichts mehr wieder zurückkommt. Also es ist teilweise schon wirklich abartig, was da passiert. Arcana gehört übrigens... also so heißt es auch, wenn man davor steht, gehört zu der Stelle, wo man Stäbe herstellen kann. Das nur nebenbei, weil ich das ja in den ersten 2 Folgen noch nicht so auf dem Schirm hatte irgendwie. Die Tischlerei habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden oder ich konnte da noch nichts machen, keine Ahnung. Juwelenschleiferei, die habe ich auf jeden Fall noch nicht gefunden. Rüstungsschmiedekunst kann ich noch nichts machen. Ja, die anderen... Seht ihr ja, habe ich noch nicht so wirklich viel Erfahrung machen können, weil ich halt noch nichts hergestellt habe mit den Sachen, die ich habe. Kochkunst bin ich nebenbei immer mal wieder was am Machen. Dazu muss ich dann halt aber auch nebenbei Tiere erledigen, was irgendwie viele übersehen, habe ich so das Gefühl. Weil viele lassen auch Tiere liegen. Das werde ich nie machen. Wenn ich eins erledigt habe, dann häute ich das auch. Beziehungsweise hole mir dann eben auch Fleisch davon, dass ich das dann zum Kochen benutzen kann. Ja, und es ist, finde ich, recht gut übersichtlich hier drin. Also sammeln ist quasi alles, was man so draußen mit der Hand macht sozusagen. Sprich, Holz hacken, Eisen gehört hier, glaube ich, auch zu unter Bergbau, aber auch dieses Steineabbau und so weiter. Angeln habe ich persönlich noch nicht gefunden, habe aber einen Tipp bekommen, das erinnert mich dann nicht gerade dran, dass es wohl eine Quest gibt, die jetzt im Bereich ist, der gar nicht gut aussieht hier. Angeln mit Schilden, genau. Da müsste ich dann eigentlich als nächstes hin. Was für mich aber ein bisschen, ja, krass ist, weil hier diese ganzen Sachen mit einer höheren Stufe drin sind. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt direkt hingehen möchte. Aber der EP, also Episode 1 LP, der spielt das Spiel ja auch. Wir wollten eigentlich ja zusammen auf einen Server kommen, aber das wollte Amazon leider nicht durch dieses ganze Chaos. Wir waren zwar zusammen auf diesen Ravenisle-Server, kamen aber beide dann nicht mehr rein.
Und ja, auf dem Server, wo er dann reinkam ohne Probleme, kam ich dann wiederum nicht rein. Und ja, es hat sich dann so ergeben, dass wir jetzt auf verschiedenen Servern leider spielen müssen. Ich habe dann im Internet was gefunden, dass man angeblich noch eine Woche lang, also bis zu 2 Wochen nach dem Release hieß es, noch eine Woche lang kostenlos wechseln kann. Ich habe nirgendwo etwas gefunden, wie man wechseln kann. Ich kann keinen Rechtsklick machen, ich kann nichts anklicken, nichts. Deswegen, aufgrund dessen habe ich mich dann letztlich dazu entschieden und damit ich natürlich mein Let's Play weitermachen kann, den Charakter zu löschen und nochmal neu anzufangen. Vorstehende Invasion, ja, das ist irgendwas PvP-artiges. Hier sehe ich gerade noch was. Das ist aber nur was, was man entdecken kann. Also die Quests scheinen entweder extrem rar zu sein oder ich sehe sie nur nicht, weil ich noch nicht in der Umgebung gewesen bin. Weil das sind alles so unentdeckte Landmarken, aber da sind nicht unbedingt Quests dahinter. Die werde ich auf jeden Fall auch mal ablaufen. Ich denke mal in der nächsten Folge, weil das ja doch recht nah hier ist, um zu gucken, ob man da auch mal eine neue Quest bekommt. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht schaffe ich es auch. Die Frage ist, ist das jetzt alles Gegner hier? Sind das alles Gegner von uns oder kann ich hier ganz normal zur nächsten Siedlung reisen? Beziehungsweise steht vor dran. Achso, wir haben auch ein Vor- und eine Siedlung hier, okay. Rückruf im Gasthof. Ja, aber da steht zumindest, dass man zurückrufen kann. Also denke ich mal, wird das jetzt kein feindliches Gebiet werden. Das irritiert mich alles mit diesen ganzen PvP-Gedöns hier drumherum. Deswegen, ich fände es besser, wenn man das abschalten könnte und dann einfach gucken könnte, okay, was ist jetzt wo? Weil so sieht das aus wie gegnerisches Gebiet. Und das ist halt eben nicht so toll. Gebietsruf wollte ich noch kurz erwähnt haben. Wenn man hier draufklickt, ich kann es jetzt leider nicht mehr, da waren hier so große Sachen in der Mitte. Ich bin in den letzten 2 Folgen davon ausgegangen, dass die automatisch aktiviert waren. Waren sie aber nicht. Man konnte sich was aussuchen. Ich konnte mir 3 davon aussuchen. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie hoch der Ruf ist, glaube ich. Ich habe jetzt aktuell zum Beispiel erhöht die Aufbewahrung um 25% angeklickt. Wobei das Zufall war, da habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Weil ich dachte, man könnte alles auswählen. Ich bekomme 3% mehr Erfahrungspunkte, solange ich hier in diesem Gebiet bleibe. Ich bekomme 5% mehr Gebietsruf, also hier diese Gebietspunkte. Und mein Sammeltempo ist um 5% erhöht, wenn ich hier in diesem, ja, ich denke mal in diesem ganzen lilanen Gebiet hier bleibe. So wie ich es verstanden habe, kann das dann durch das PvP geändert werden. Also hier oben dürfte dann auch das Gleiche gelten vom Ruf her. Ich kann ja mal draufklicken. Gut, da steht jetzt natürlich empfohlene Stufe 35. Gebietsruf. Aber da steht... Ach so, nee, es ist nicht das Gleiche. Ich sehe nämlich gerade, das Ganze heißt nämlich Lichtholz. Und da habe ich noch keinen Gebiets... Okay, noch keinen Gebietsruf. Ja gut, ist aber nicht schlimm. Ich mache einfach so nebenbei noch ein bisschen was und dann erhöht sich das Ganze natürlich. Also ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal so ein bisschen nebenbei noch Rohstoffe sammeln werde und auch mal gucken werde, was da ist. Wobei, da kann man vermutlich dann nur von dieser Seite aus überhaupt reingehen, was das Ganze irgendwie schon böse aussehen lässt. Das ist das ganze Gebiet mit den Wölfen. Und hier unten ist auch nochmal was. Ich glaube, da werde ich dann mal als erstes hingehen. Das ist so das Einfachste, wo man mal hingehen kann. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze mit den Quests aussieht, weil bisher, wie gesagt, so als Quest in dem Sinne habe ich nur dieses eine Pinnchen hier entdeckt. Es kann aber natürlich sein, dass man dann von Quest zu Quest weiterhin geschickt wird. Es kann aber auch sein, dass jetzt einfach nicht mehr so viele da sind. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Ja, ansonsten so zum Abschluss. Ich mache im Endeffekt immer so eine tägliche Routine jetzt, dass ich diese, diese Steine hier, diese Rohstoffe quasi veredle zu diesen anderen Steinen. Die tue ich jetzt erstmal ins Lager. Genauso wie das Rohleder, das veredle ich auch und tue das ins Lager, weil ich da bisher noch nicht wirklich viel mit anfangen konnte.
Um was herzustellen, brauche ich nämlich noch Fasern und ich habe bisher noch nichts gefunden, womit ich Fasern bekomme. Es kann allerdings auch sein, dass ich eine spezielle Stufe dafür brauche. Das werden wir dann herausfinden, dass dann erst die Fasern freigeschaltet werden. Also soweit ich weiß, hat das hier mit der Erntesichel zu tun, dass man damit auch automatisch Fasern bekommt. Aber es kommt natürlich darauf an, was man eingesammelt hat. Der Epi meinte zu mir, dass man wohl auch Fasern, glaube ich, bei Hanf bekommt. Ich persönlich habe aber leider noch keinen Hanf gefunden. Deswegen, ja, müssen wir da wirklich mal gucken. Ja, ich würde sagen, dass ich dann hier erstmal einen kleinen Cut mache. Eigentlich wollte ich die Folge nicht ganz so lange halten, aber es ist jetzt doch einiges, was ich jetzt im Nachhinein noch erklären wollte, was für euch vielleicht wichtig ist, wenn ihr selber spielt oder spielen möchtet. Dass ihr das beispielsweise mit dem Holz wisst, dass ihr dadurch relativ schnell hochleveln könnt, zumindest in den ersten Leveln. Ich weiß nicht, irgendwann wird das wahrscheinlich auch weniger, weil ihr die gleichen Erfahrungspunkte bekommt, aber gleichzeitig natürlich mehr pro Stufe brauchen werdet, nehme ich mal stark an. Was ich noch sagen kann, ist, meines Wissens nach liegt das aktuelle Max-Level bei 60. Habe ich noch niemanden mit gesehen. Ich habe allerdings krasserweise schon jemanden mit Level 48 gesehen. Da war ich mehr als richtig baff drüber. Vor allen Dingen, weil ja fast keiner überhaupt online kam auf die Server. Deswegen, ja, ich habe mich echt gefragt, ob das wieder diese bevorzugten Streamer sind. Weil die YouTuber werden ja eben nicht bevorzugt. Die Normalspielenden, sage ich jetzt mal, also die normalen Kunden werden nicht bevorzugt, aber die Streamer kriegen, naja, ab einer gewissen Größe, ich meine, ich streame ja teilweise auch, aber ich kriege natürlich auch keine Bevorzugung, aber ab einer gewissen Größe bekommen sie das wohl auch. Und ich habe was gehört, dass sie einen eigenen Server bekommen haben, der halt eben immer super gut läuft und wo sie halt eben immer ohne Probleme draufkommen. Kann ich nichts zu sagen, ist jetzt Hörensagen, beziehungsweise wurde mir jetzt so mitgeteilt. Wenn dem so ist, muss ich sagen, krass, weil das grenzt quasi schon am Betrug, weil jeder, der es selber versucht hat, weiß, wie scheiße man reinkam. Die mehreren tausend negativen Bewertungen auf Steam haben dies gezeigt. Direkt nach, ich glaube, 4 Stunden, nachdem das Spiel online war, waren wirklich massenhaft negative Bewertungen drin. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Gab es einen riesigen Shitstorm, weil halt keiner auf die Server drauf kam. Und naja, ich will da nicht mehr weiter dazu sagen, aber ich kann es absolut nachempfinden. Meine Bewertung war auch negativ. Und ich habe sie bis heute noch nicht geändert, bis das Ganze wirklich stabil ist. Anders kann man es nun mal nicht sagen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich erstmal von euch verabschieden. Wir haben jetzt heute das Syndikat ein bisschen näher kennengelernt, beziehungsweise ein bisschen über die Allianzen auch gehört. Und ich schaue mal, dass ich auf jeden Fall in der nächsten Folge versuchen werde, zu dieser Angelstelle zu kommen. Und hoffe, dass ich das auch alles so machen kann. Weil der Epi hat halt im gleichen Gebiet angefangen wie ich, also in diesem das Königsfels. Und er konnte da relativ schnell hin. Ich hoffe, dass ich das auch kann. Trotz, dass da steht irgendwas mit Stufe 25 und so. Aber ich denke, wenn ich mich irgendwo hier halte, sollte das normalerweise kein Problem sein. Und es steht ja auch hier in der Siedlung, steht ja auch nichts, dass man eine spezielle Stufe haben muss, um da hinzukommen oder so. Deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass das alles so funktioniert. Ja, also kurzes Fazit schon mal nach diesen 3 Folgen. Es könnte hier und da ein bisschen ausgefeilter sein, also ein bisschen ja spielerfreundlicher gemacht sein. Aber es ist bisher, macht es einen wirklich richtig guten Eindruck. In der Zeit, wenn man reinkommt, muss man auch so sagen. Also ich hatte einen richtigen Hals, weil man halt eben tagelang gar nicht auf den Server kam. Und der erste Tag halt eben 9,5 Stunden gebraucht hat, dass man überhaupt reinkam. Und danach trotzdem irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Plätze halt noch hat auf dem Server, wo ich vorher war. Mit anderen Worten, ich kam nicht rein, weil ich kann es mir nicht leisten, jeden Tag 9,5 Stunden zu warten oder vielleicht sogar länger.
Aber bisher macht das schon einen ganz soliden Eindruck. Also bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die wir ja schon kennengelernt haben, war auch alles gut vertont. Das fand ich super, dass das auch mit deutscher Sprache und so vertont war. Teilweise finde ich es echt mies gemacht, dass man anderen ständig die Rohstoffe wegnimmt. Weil, ja, man möchte halt weiterkommen. Und wenn man dann sieht, es kommt, ich sag jetzt mal, ein Level 18er an, der dann auf ein Level 3er zustimmt und denen die Rohstoffe wegnimmt, die er vielleicht gerade für eine Quest braucht, das ist schon, naja, richtig assi. Anders kann man es nicht sagen. Ich halte mich dann immer ein bisschen zurück, wenn ich dann sehe, das ist ein kleineres Level. Auch bei Leveln 8ern oder 10ern, also die so meiner Größe sind. Ja, und ich gucke halt doch, dass ich dann, wenn überhaupt, da ein bisschen Rohstoffe grinde, wo wenig los ist. Also zum einen natürlich, damit dann die Leute nicht so da sind, die einem was wegnehmen können. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass da die Rohstoffe um einiges schneller wieder spawnen. Wenn man beispielsweise in die Anfangsgebiete geht, habe ich, oder ist meine Meinung zumindest, dass die Rohstoffe da wesentlich schneller wieder spawnen, als wenn man in den fortgeschrittenen Gebieten ist oder so nebenbei am Dörfchen oder so, weil da ist irgendwie immer alles radikal leer. Deswegen, ja. Okay, bevor ich mich wieder weiter aufhalte, ich verabschiede mich erstmal von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich versuchen werde, mal zu dem Siedler oder wie der hieß, also der Typ mit der Angel, beziehungsweise der uns eventuell das Angeln beibringen könnte, hinzukommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!